du sagst ja, wir haben es geschafft. Du warst eigentlich Nachbarin, aber jetzt ist fast vorbei. Erzähl, wie war deine Convention? Die war super dieses Jahr, wirklich. Also wir sind angekommen und wir waren einfach mega fertig. Der erste Tag war irgendwie komisch, jeder war müde, so, ne? Warum lachst du gerade? Lass du mich raus? Ich freue mich voll. Ja, ne, das wäre endlich zusammen. Wir hätten das früher machen sollen, du gibst immer so viel Energie. Dass wir endlich mal zusammen hier sitzen. Dass wir mal zusammen sind. Ja, und endlich werde ich mal von Moni interviewt. Wir waren noch nie zusammen. Also, ich halte das Mikrofon zu mir nur um die Augenbrauen aus, ich habe gerade so gemacht. Ja, geil, ja. Hört meine Augenbrauen flattern. Genau, wo war ich stehen geblieben? Dass am ersten Tag alle müde waren? Ja, wir waren am ersten Tag alle müde, du ja auch wahrscheinlich. Nein, kaum. Und dann haben wir uns einfach ein bisschen Cola-Bier gegönnt. Aber jetzt der zweite Tag war auch voll super und jetzt der dritte Tag, komischerweise bin ich fitter als sonst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, irgendwas ist auf der Aftershow-Party gewesen. Ja. Ich weiß nicht, das Essen war zu gut oder so. Ich glaube auch, das Essen war richtig gut. Also ein Kumpel von mir, der hat sich auch die Arche Noah sozusagen gebaut. Also der hatte nur Fleisch auf seinem Teller und jeder war hier, war zwei von jeder Sorte so. Ich auch gesagt, Alter, du bist die neue Arche Noah. Und der hat dann auch irgendwie gemeint, ich habe zu viel gegessen, ich gehe ins Bett. Also irgendwie war das gestern dann so, so ein Seniorenabend, kam mir so ein bisschen vor. Irgendwie die ganzen Leute, die früher immer voll Party-Hardy am Start waren, die sind irgendwie alle abgekackt auf gut Deutsch. Zu gut und dann alle voll und alle Suppenkoma. Ja, genau, alle Koma und dafür haben wir heute mehr Restenergie. Auf jeden Fall, deswegen sind wir heute so richtig energisch, ja. Voll schön. Du bist mit der Makani am Stand. Genau. Ja. Was habt ihr da so getrieben? Also, wir haben getrieben. Wir haben auf jeden Fall Animal Rescue gemacht. Wir haben eine Tierschutzorganisation, die schon ganz, ganz lange mittlerweile ins Leben gerufen ist. Das ist Respektiere Leben. Mhm. Und das ist so eine Familie, die sich halt eben darum kümmert. Die sammelt Geld und geht auch immer persönlich dann in die Tierheime, dann nach Rumänien oder in diese ganzen Länder, wo halt eben Hunde ausgesetzt werden. Und wo es halt auch eben diese bösen Menschen gibt, die dann halt auch die Hunde gerne mal töten oder quälen. Und die Leute gehen halt wirklich persönlich mit dem Geld, was gesammelt wird, zu diesen Petitionen und zu diesen Tierheimen hin und geben das dann halt eben. Ne? Das finde ich wunderschön. Es geht halt um Straßenhunde. Mhm. Dann haben wir noch unser Projekt Skin 46 von Makani, was auch eine sehr, sehr schöne Sache ist, wenn es um Tiere geht, wo wir gerade schon beim Thema Tiere sind. Wir sind ja alle sehr tierlieb und jeder hat irgendwie ein Tier und jeder liebt Tiere. Und manche bauen sich die Arche Noah auf den Teller. Und manche bauen sich halt die Arche Noah auf den Teller. Das ist dann wieder die andere Liebe für Tiere. Also das kann man auch nicht... Naja, gut. Also es gibt halt so die einen und die anderen. Ne? So, aber genau. Um wieder zurück zu diesem Projekt zu kommen, das will ich auch ganz gerne mal bewerben, weil das wirklich ein sau, sau schönes Projekt ist. Es geht darum, Haare von seinem Tier oder von auch... Es geht auch natürlich mit Human Hair, also mit menschlichem Haar. Du sammelst 5 Gramm Haare, sei es jetzt von deiner Katze, von deinem Hund oder auch von deiner Oma, von deiner Mama. 5 Gramm Haare müssen ungefähr zusammenkommen. Das schickst du an diese Firma. Die Firma tut dann in einem 60-tägigen Reduktionsverfahren. 60 Tage. Ja, die Makani hat mir das schon mal erzählt. Könnt ihr auch gucken auf stich.tv. Genau. Aber das mit 60 Tagen wusste ich noch. Genau. 60, oder ich hab's nicht. 60 Tage werden da 2 Leute, es sind wirklich 2 Menschen, die sich dann darum kümmern, 60 Tage lang immer wieder reduziert diese Haare, bis dann nur dieses Carbon, also nur dieser Kohlenstoff rauskommt. Und der Kohlenstoff ist ja schwarz und das gibt dann oder trägt dann diese schwarze Farbe für diese Tattoo-Farbe. Und es hört sich am Anfang irgendwie dirty an, aber ich habe es mir auch von Makani mehrmals erklären lassen, damit es halt auch irgendwie rüberbringen kann. Ja. Und ich finde das eine mega geile Sache, weil diese Haare werden halt so krass reduziert, da bleibt nichts, außer halt dieser Kohlenstoff, den man auch auf jeden Fall braucht, um diese Farbe schwarz zu kriegen. Ja. Das heißt, man kann das mischen, also man kann ein Tattoo machen mit diesem Schwarz, man kann das mischen mit anderen Farben. Mhm. Das Ganze ist noch für einen Preis, der ein bisschen teurer ist. Die Flasche kostet 499 Euro, aber du kannst es natürlich mehrmals verwenden, ne? Reicht, glaube ich, für einen Sleeve ungefähr, ne? Oder was hat sie gesagt? Es würde theoretisch für einen ganzen Sleeve reichen, so eine ganze Flasche schwarzes Ink. Also davon werden ja mehrere Tattoos auch in Tattoo-Studios gemacht. Also das heißt ja nicht, dass du jetzt nur ein Tattoo davon machen kannst, ne? Also es lohnt sich schon und es ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil du trägst die Energie deiner Liebsten halt mit dir. Und das ist halt, es ist was Spirituelles, ne? Ja. Also du hast natürlich jetzt nicht irgendwie irgendwas eingepflanzt da oder hier wie in dem Film, wo sie hier in eine Handpflanze die Asche reinmachen und den dann rauchen. Es ist mehr spirituell und es ist mehr so diese Seelengeschichte, was ich halt mega schön finde.
Und nebenbei promoten wir halt dann noch uns so ein bisschen und verkaufen so ein bisschen Poster. Schön Bilder. Und schöne Bilder aus und so, ja, genau. Und ich habe zwischendurch rüber gelinst. Du hast dich sogar noch kurz schnell tätowieren lassen. Ich habe mich kurz schnell tätowieren lassen. Sag es mal. Ja, und zwar habe ich hier so ein tolles Alien bekommen. Bist du um die Ecke von guckt. Monsters Under Your Bed. Die sind genau gegenüber in der H2 Ocean Row. Wie hat es dir denn gefallen, dieser Zusammenschluss mit der Street Style Con? Fandst du das, was so dein Eindruck davon? Also mein Eindruck war auf jeden Fall cool. Ich finde die Autos mega geil. Die Leute, die da unten waren, ich habe bisher leider noch nicht so viel sehen können, weil das ist halt immer schwer, wenn man dann an einem Stand ist. Und es ist halt ein bisschen doof gemacht, dass es so weit weg ist, finde ich. Und man hätte vielleicht das ein bisschen besser einteilen können, dass die Tätowierer oben sind und die Händler unten. In vielen internationalen Conventions ist das auch so geregelt und es läuft super, weil ich finde immer für die Tätowierer, die dann irgendwie weiter weggepackt sind, es ist immer so traurig, irgendwie sind die so ausgeschlossen halt. Auch wenn es nicht so sein soll, aber es ist irgendwie immer dann doof, ne? Ich habe gerade schon mit Martin gesprochen und der meinte, diese kleinen Sachen werden die noch alle ändern. Ja. Und dass nächstes Jahr dann noch bombastischer wird. Eben, weißt du, es ist ja auch immer so ein Anlauf und man probiert viel und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie Kritik äußern, weil es ist super organisiert, es ist mega geil, das Essen ist auch bestimmt geil. Ich kam bisher noch nicht zum Catering, aber wir haben super viele tolle Marken auch bekommen. Also es ist nicht so, dass hier die Leute geizig sind, es ist immer wieder toll hier zu sein. Und wie gesagt, also dadurch, dass es halt so ein Startprojekt ist, würde ich da gar keine Kritik äußern, sondern einfach gespannt sein, was da nächstes Jahr noch toller ist. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Konzept. Ja, ich auch so. Ich finde das auch ein ganz schönes Schlusswort für diese Convention und überhaupt. Und ich würde dich gerne nochmal knuddeln, es sei denn, du hast noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen. Nö, aber guck doch mal auf Monis Seite. Stich.tv ist Monis Seite. Nein, nicht meine eigene. Also ich bin nicht der Chef. Wonderful, bitte auf Instagram einfach mal folgen. Mein Name ist Alice Ladus, falls ihr mir mal irgendwie eine Nachricht schreiben wollt. Und ansonsten... Bis bald. Ist die Frau mega geil. Also, sie auch. Follow her. Schön. Tschüss. Dankeschön. Ich danke dir, mein Gott.